Herr Kollege Müller holt das wieder auf, indem er schon mal zum Pult startet. Und ab jetzt darf er auch das Wort ergreifen. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, was für ein Spektrum uns hier heute vorgestellt worden ist. Also beginnend mit dem Ministerbashing. Herr Staatsminister, Sie müssen irgendwas richtig machen, was die anderen immer so aufregt, aber sei es drum. Ja, vielleicht richtig. Beginnt mit dem Ministerbashing über die spannenden Feststellungen der AfD zu dem, was im öffentlichen Personennahverkehr jetzt nicht mehr geht. Wenn man mal öffentlichen Nahverkehr nutzen würde, würde man erleben, dass es vielleicht doch etwas anders ist. Bis zu der faszinierenden Aussage, Bahnfahren ist in der Schweiz günstiger. Also ich habe jetzt nur mal, weil Sie ja das so gesagt haben, die Strecke Frankfurt-Herborn genommen, sind 75 Kilometer, heute gebucht 22,70 Euro. Basel-Zürich, Hauptstrecke, also billig, weil oft genutzt, 52,67 Franken. Wenn Sie den Umrechnungskurs jetzt gerade gebucht, dann wissen Sie, wie viel an dieser Aussage dran ist. Also ich will damit nur sagen, das ist der Gehalt der Betrachtung, die wir schon heute gehört haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann ja immer nur so, mit zunehmendem Lebensalter beginnt man so zu sinnieren, indem man zurückblickt. Und Herr Kollege Naas, Sie haben ja auch ein wenig zurückgeblickt, indem Sie vorgeworfen haben, was man alles wann und wie gemacht hat. Fakt ist, vom Stand heute, jetzt wo wir stehen, würden wir wahrscheinlich die ganzen Bahnstrecken, die wir in Hessen oder in Deutschland insgesamt stillgelegt haben, nicht mehr stilllegen wollen. Alle miteinander. Da hat sich eine grundlegende Betrachtungsänderung in der Bundesrepublik Deutschland, aber insbesondere auch in Hessen, abgespielt. Und das muss man an dieser Stelle doch mal konzidieren. Wir würden das heute nicht mehr tun. Fakt ist, ich habe ja als Schüler noch die Bahn benutzt für 6,5 Kilometer regelmäßig. Priska, du weißt das. Entschuldigung, Frau Staatsministerin, muss noch ordentlich bleiben. Das hat man noch benutzt. Die wurde dann stillgelegt, übrigens gegen den Widerstand heftig. Ich habe mich an die Schiene gekettet. Ich kann mich noch erinnern, als Jungunionist. Ja, ist ja herrlich, ne? Aber ich muss ehrlich sein, es war die Nachbarschiene, das war nicht so gefährlich. Von daher alles gut. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Das war eine Strecke, die ist stillgelegt worden, weil mit Ausnahme der morgendlichen Schüler, der mittäglichen Schüler keiner mehr diese Strecke benutzt hat. Was schade ist, wenn man es überlegt. Wenn ich die Strecke heute noch hätte oder wenn sie noch heute da wäre, ich bin sicher, manches würde sich ändern. Und das müssen wir doch mal feststellen. Und ich finde, deshalb ist dieser Antrag, der gestellt worden ist, Herr Kollege Naas, selbstverständlich, wir können in jedem Punkt, in jedem Antrag, im Übrigen bei Ihnen ja auch mit Vorliebe, Kleinigkeiten kritisieren und sagen, das ist falsch. Aber richtig, lieber Kollege Naas, jetzt gucken Sie mich ja auch mit Rehaugen an, Frau Kollegin. Also das ist ja erschütternd. Also, Herr Kollege Naas, um es mal auf den Punkt zu bringen, in diesem Antrag wird zum Ausdruck gebracht doch eine Sinnesentscheidung, nämlich die Entscheidung, dass der öffentliche Personennahverkehr die Bahn und auch die regionalisierte Bahn braucht. Sie ist nötig, damit Menschen von Land zu Stadt kommen. Sie schließt nicht andere Verkehrsträger aus. Das ist auch mit keinem Satz gesagt. Das ist auch nicht die Absicht. Aber sie verbessert die Möglichkeiten, aus dem ländlichen Raum in die Metropolregion unseres Landes zu kommen. Die Kollegin Müller hat interessanterweise, und das finde ich viel schöner als die berühmten Rhein-Main-Beispiele, das Kasseler Beispiel genannt, wo eben deutlich wird, dass mit Veränderung der Bahntrassierung respektive der Reaktivierung von Strecken oder der Attraktivitätssteigerung, das wäre vielleicht der bessere Begriff, ein Zulauf nicht nur in der Nutzung dieses hervorragenden Mittels des öffentlichen Personennahverkehrs zu erzielen, sondern auch eine Verteilung der Situation des Wohnens. Und das ist ein sozialer Aspekt, der doch ganz wesentlich ist, dass es uns gelingt, Wohnungsnot, die wir ja unstreitig in Metropolregionen haben, eben insoweit etwas
zu verändern und zu verbessern, wenn wir die Zugänge zur Metropolregion insgesamt verbessern. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist genau das, was ich jedenfalls so verstanden habe, was das Hessische Ministerium für Wirtschaft und Verkehr in den Fokus genommen hat, nämlich die Reaktivierung von Bahnstrecken nicht nur zu untersuchen. Da gibt es ja zahlreiche Untersuchungen, wesentlich mehr. Wenn Sie das leider zitieren, Sie es ja nicht vollständig, Herr Naas, Sie hätten alle Strecken aufführen müssen, dann hätten Sie noch ein bisschen länger, aber dann wären die 10 Minuten vielleicht am Ende gewesen, vortragen können, die untersucht werden und die auch überlegt werden. Und dann ist es auch richtig, dass wir dann überlegen, dort wieder einzusteigen. Wahr ist aber auch, und da können wir uns sagen, was wir wollen. Sie sagen uns, ja, wir müssen dann jetzt vielleicht als Land Vorgaben machen. Wahr ist aber auch, dass Sie uns 5 Minuten später, wenn wir den Kommunen Vorgaben machen, wie sie denn zu handeln haben, sagen, das geht aber nicht, weil die Kommunen müssen frei handeln und in dieser Hinsicht auch frei gestalten können. Also was wir machen, egal was, es ist falsch, aber es muss uns egal sein. Wir haben das Ziel, den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen zu verbessern. Und dazu gehört eben auch als wesentlicher Beitrag eine Reaktivierung von Bahnstrecken in der Region. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Teil dieser Strecken, Sie sprachen, Kollege Naas, von der Sicherung in der Planung. Also ich habe den Landesentwicklungsplan anders verstanden möglicherweise als Sie. Dort sind Verkehrsachsen sehr wohl bezeichnet, es sind Verkehrsbedarfe beschrieben und dazu gehören eben auch diese Streckenbedarfe. Ein Teil dieser Strecken, die wir allerdings definieren, sind in der Form auch gar nicht mehr existent, weil die Kommunen vor Ort für sich entschieden haben, diese Flächen anders zu nutzen. Und das ist eben die kommunale Entscheidung, die sie sonst so gerne möchten, die sie an dieser Stelle aber durch die Landesentscheidung ersetzt bekommen möchten. Das geht auch nicht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist doch richtig, dass in das Land Hessen 12 Milliarden Euro für Bahnstrecken aufgewendet bzw. hineinfließen in den nächsten Jahren. Und davon 1 Milliarde Euro hessisches Geld. Dazu ist es auch richtig, völlig unstreitig, dass damit Projekte finanziert werden, die schon lange geplant wurden und lange geplant sind. Und lieber Kollege Naas, damit wird doch eins deutlich, und vielleicht sind wir da sogar auf einer Linie, dass wir natürlich im Rahmen von Genehmigungserfordernissen und Genehmigungsverfahren gerade im Bahnverkehr in der Bundesrepublik Deutschland es uns sehr, sehr schwer tun. Also wir haben ja nicht nur die lokalen Streckenverbindungen, sondern wir müssen ja nur schauen auf die Hauptverkehrsverbindungen ein bisschen weiter. Hier fließt der Rhein. Da müssen wir uns ja nur in dieses Tal begeben und wissen, wie schwierig es ist, in Deutschland Bahnverkehr vernünftig zu planen, umzusetzen und zu gestalten. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Ziel ist in diesem Falle für mich das Entscheidende. Wir werden nicht von jetzt auf gleich Verkehre umlenken können. Das heißt also, wer jetzt sagt, wie Sie, Frau Kollegin Wissler, wir möchten Deutschland zu einem Flächenbahnland machen und die Flüge verbieten, ja, dann müssen Sie aber auch sagen, wie Sie denn an dieser Stelle die Bahnstrecken in welcher Zeit wie verwirklichen wollen. Das ist doch das Hauptproblem. Wenn Sie keine Bahnstrecke haben, dann haben Sie auch keine Möglichkeit, Verkehre zu leiten oder zu führen. Letzter Punkt meiner Ausführung, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die vermeintliche Reduktion und damit Sinnlosigkeit des öffentlichen Personennahverkehrs. Herr Kollege Gagel, es wird auch durch Wiederholung nicht besser. Die Menschen in den Metropolregionen nutzen den öffentlichen Personennahverkehr, weil er schlicht und einfach günstiger, schneller und bequemer ist. Das ist nicht, da können Sie lachen, wie Sie wollen. In den Metropolregionen, weil es eben auch einfach ist, weil die Anbindungsmöglichkeit dort ist. Sie nutzen das. Dass Sie vorsichtig sind momentan, dass Sie sehr viel vorsichtiger sind, das zeigt übrigens, ist der Erfolg auch der Hessischen Landesregierung, die im Hinblick auf Abstand, Vorsicht und Achtsamkeit auf andere in der Pandemiesituation damit, glaube ich, durchaus einen Erfolg hat. Herr Kollege Eckert, ich möchte allerdings auf einen Punkt eingehen. Sie haben ja nicht Unrecht, also Sie waren, wie haben Sie sich genannt dann als
als Service-Opposition. Gut, das sollten Sie dann aber bei allen Dingen beherzigen. Wir werden Sie da in Zukunft immer zitieren, dass Sie die Service-Opposition sind. Aber wir haben ja doch eine gemeinsame, auf Ihren Vorschlag mithin, eine gemeinsame Enquete-Kommission Verkehr, Mobilität vor allen Dingen, ins Leben gerufen. Und es ist doch geradezu aberwitzig, jetzt hier zu sagen, die Landesregierung soll, muss und wird. Und die möglichen Ergebnisse dieser Kommission, Sie haben es nicht gemacht, also das ist auch gar kein Vorwurf, die möglichen Ergebnisse dieser Enquete schlicht und einfach vorwegzunehmen, ohne dass wir da an dieser Stelle diskutieren. Und da wird, wir haben es in der letzten Sitzung an diesem Montag festgelegt, da wird ja genau dieser Punkt eine Rolle spielen, nämlich die Anforderung des ländlichen Raums an den öffentlichen Personennahverkehr, an Verkehrsstrukturen insgesamt und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir in 5 Jahren über dieses Thema noch einmal diskutieren, werden wir diskutieren über Planung, über Veränderung und über Umsetzung, gerade in der Form der Reaktivierung von alten Strecken, aber auch im Finden von neuen Möglichkeiten des öffentlichen Personennahverkehrs. Und deshalb, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ist dieser Antrag ein schöner, ein guter, und wir werden ihm zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Ich will jetzt nicht irgendwelche Verjährungsfragen noch einmal problematisieren, aber gibt es denn Bilder davon, als Sie angekettet an der Eisenbahn waren? Wir wollten nämlich eigentlich mal wissen, wie da die Frisur aussah. Das haben wir uns schon fast so gedacht. Herr Kollege Al-Wazir, Sie haben das Wort für die Landesregierung. Das würde ich auch gern sehen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf mich für die meisten Redebeiträge, die bisher hier gehalten wurden, ausdrücklich bedanken. Und ich will mal festhalten, um an der Spitze des Fortschritts zu stehen, muss man nicht immer das Rad neu erfinden. Man kann auch manchmal Gutes aus früheren Zeiten wiederbeleben und es an die Anforderungen des Hier und Jetzt anpassen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe jetzt mal sehr aufmerksam zugehört und stelle mal fest, dass, ich sage mal, bis auf FDP und AfD, bei der FDP war ich mir nicht ganz so sicher, jedenfalls alle gesagt haben, dass die massenhaften Schienenstreckenstilllegungen der vergangenen Jahrzehnte ein Fehler waren und dass wir alles dafür tun müssen, da, wo es noch möglich ist, die Fehler der Vergangenheit sozusagen zu beheben und, wenn es geht, diese Strecken zu reaktivieren. Das ist schon einmal ein gutes Ergebnis dieser Debatte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ja, es ist auch angesprochen worden, der Bund hat gesagt, Jahrzehnt der Schiene, dem würde ich mich ausdrücklich anschließen, wobei auch klar ist, die riesigen Projekte, die wir vor uns haben in Hessen, bei Reaktivierung und Neubau und Ausbau, die dauern mehr als 10 Jahre. Das liegt aber auch daran, dass in der Vergangenheit halt meistens Projekte sozusagen beschrieben worden sind, Stichwort Frankfurt Rhein-Main Plus, aber dann vergleichsweise wenig passiert ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das genau ändert sich jetzt, und das ist auch gut so. Und ich will ausdrücklich sagen, noch einmal, aus meiner Sicht gehören auch die Neu- und Ausbauprojekte zu einer Schienenreaktivierung dazu. Denken Sie einmal an den Weiterbau drittes, viertes Gleis S6 Bad Vilbel-Friedberg. Das ist auch ein Ausbau der Main-Weser-Bahn. Und wenn wir dann z.B. über die Holloftalbahn reden, dann wollen wir auch, dass Züge durchgebunden werden nach Frankfurt. Und dafür brauchen wir zusätzliche Kapazität. Das eine und das andere gehört zusammen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und natürlich ist klar, dass die Schiene in Sachen Klimaschutz, in Sachen sparsamen Energieeinsatz und übrigens auch in Sachen Kapazität anderen öffentlichen Verkehrsträgern und erst recht dem Individualverkehr deutlich überlegen ist. Sie ist klimafreundlicher, sie bringt die Leute auch bequemer ans Ziel. Und all unsere Erfahrungen sagen, das will ich auch einmal sagen, weil ich hier alte Geschichten in Anführungszeichen neu gehört habe, dass da, wo eine Bahn fährt, egal ob es sozusagen eine Eisenbahn oder eine Straßenbahn ist, am Ende auf der gleichen Relation mehr Leute drin sitzen, als wenn dieselbe Strecke von einem Bus bedient wird, weil es von den Leuten einfach als bequemer, als verlässlicher wahrgenommen wird. Das ist genau einer der Punkte, den wir auch gesehen haben, da wo reaktiviert worden ist. Und deswegen wollen wir überall da, wo es sinnvoll möglich ist,
für die Bürgerinnen und Bürger Schienenverkehrsangebote nicht nur erhalten, sondern sie auch reaktivieren. Und das ist im Übrigen auch eine Chance für den ländlichen Raum. Das will ich an dieser Stelle sehr deutlich sagen. Da gab es in der Vergangenheit die Vorstellung, dass man das alles nur noch mit dem Individualverkehr macht und am Ende nur noch für die Schüler morgens und mittags den Schulbus fahren lässt. Genau das ist ein Fehler gewesen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wissen Sie, Herr Gagel, ich will es jetzt mal ansprechen. Man hat ja bei Ihnen fast das Gefühl, Sie wünschen sich, dass die Pandemie weitergeht, damit keiner mehr in Bus und Bahn sitzt. Das ist ja fast schon, doch, doch, das hört sich sehr komisch an, was Sie hier erzählen, wenn ich das mal so sagen darf. Es hört sich sehr komisch an, aber ich will das mal sagen. Corona hat auch dazu geführt, dass wir eine wirkliche Veränderung, auch Stichwort Homeoffice, Arbeiten nicht am Arbeitsplatz erleben und dass viele Menschen sich jetzt Gedanken machen über die Frage, und das wird bleiben, ob sie nicht weiter weg wohnen können, wenn sie vielleicht nur noch ein-, zweimal die Woche an ihren Arbeitsplatz im Ballungsraum kommen müssen. Und wissen Sie, was das Erste ist, was die Fragen? Das sehen wir übrigens auch schon, wenn Sie sich Hauspreise im ländlichen Raum mal anschauen. Wissen Sie, was? Es gibt zwei Sachen, die dann gefragt sind. Erstens Breitbandanbindung, zweitens Schienenanbindung. Und dementsprechend ist das auch eine Chance zur Entlastung des Wohnungsmarkts im Ballungsraum und es ist eine Chance für den ländlichen Raum, die wir nutzen sollten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es gab übrigens Reaktivierungen in der Vergangenheit, auch in Hessen. Wenn Sie sich mal anschauen, Kassel, Heli, Baunatal oder beispielsweise Eschwege, ich kenne noch Eschwege West, sozusagen, als der alte Bahnhof noch ein Kulturzentrum war. Inzwischen sozusagen, ist er wieder ein Bahnhof. Und da sehen Sie, ja, aber da fährt wieder ein Zug, sagen wir es mal so, Herr Felstehausen. Das zumindest können Sie nicht bestreiten. Und die Kurhessenbahn ist schon angesprochen worden. Und ich will das an dieser Stelle mal sehr konkret durchdeklinieren. Ja, die Kurhessenbahn Frankenberg-Korbach war hoch umstritten. War hoch umstritten, ob man diese Strecke reaktivieren soll. Und am Anfang gab es Prognosen, die gesagt haben, da sitzen am Tag vielleicht 250 Leute drin. Und dann war es so, als sie reaktiviert wurde, dass sehr schnell 450 Leute am Tag drin saßen. Und dann wurde der Kreuzungsbahnhof Viermünden noch mal so ausgeweitet, dass man auch Taktverdichtung machen konnte. Und am Ende vor Corona, und da bin ich mir sicher, kommen wir auch wieder hin, saßen 950 Leute am Tag drin. Natürlich ist das so, dass in einer S9 im Berufsverkehr in Frankfurt mehr Leute drin sitzen. Aber wenn Sie sich mal anschauen, gucken Sie sich mal den Bahnhof in Frankenberg an und was da so alles drumherum entstanden ist. Wenn Sie sich da mal anschauen, was man da für Fortschritte am Ende bekommt, dann ist das etwas, was zur Attraktivität der ländlichen Regionen einfach einen riesigen Teil beiträgt. Und das müssen wir nutzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ja, die drei Projekte, die jetzt sehr konkret sind, das will ich an dieser Stelle noch einmal erwähnen, das ist die Lumdatalbahn, das ist die Holloftalbahn, das ist auch eine Reaktivierung als Teil der Regionaltangente West, Neu-Isenburg bis Neu-Isenburg Bahnhof und darüber hinaus. Und auch da die konkreten zeitlichen Perspektiven. Bei der Lumdatalbahn haben wir jetzt die Vorplanung abgeschlossen. Das sind die Leistungsphasen 1 und 2. Das heißt, da wird es dann perspektivisch hoffentlich sehr bald weitergehen. Beim Bauabschnitt der RTW in Neu-Isenburg soll im Frühjahr 2023 Baurecht vorliegen. Bei der Holloftalbahn setzen wir darauf, dass wir das im Herbst 2024 schaffen und wenn alles gut geht, Ende 2025 wieder durchgehend Züge fahren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das zeigt, ja, es sind oft die gleichen Projekte, über die so lange geredet wurde. Ich muss aber mal sagen, als ich ins Amt kam, war halt in der Schublade nichts drin, Herr Naas. Und dann muss man die Schublade erst einmal füllen, damit man dann am Ende in die konkrete Umsetzung gehen kann, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich will das mal ausdrücklich sagen, es gab noch ein viertes Reaktivierungsprojekt, das sehr konkret auf dem Tisch lag. Das war die Ahrtalbahn von Wiesbaden nach Bad Schwalbach. Und wenn ausgerechnet der Herr Gagel hier in seiner Rede sagt, es wäre ja mal gut zu wissen, wie die Leute schneller von Taunusstein nach Wiesbaden kommen würden, naja, die Antwort lag auf dem Tisch. Nur die AfD hat mit gegen die Citybahn teilweise mit völlig falschen Argumenten Stimmung gemacht. Und ich muss das jetzt leider konstatieren, das wäre eine Möglichkeit gewesen, wie man wieder eine Schienenverbindung auf der Strecke der Ahrtalbahn von Wiesbaden nach Bad Schwalbach bekommen hätte.
Haben wir jetzt nicht. Deswegen müssen wir da wieder von vorne anfangen mit Machbarkeitsstudie, wie man sozusagen die Ahrtalbahn reaktivieren kann. Aber auch das tun wir. Und ich will vielleicht an dieser Stelle, weil normalerweise gehe ich da nicht drauf ein, aber wenn man hier schon einmal in so einer Debatte ist, zu sagen, Stichwort Wasserstoffbusse, Herr Gagel, die Linie 36 in Frankfurt. Ja, wissen Sie, wer da die Stadt Frankfurt fördert zur Anschaffung dieser Wasserstoffbusse? Das hessische Wirtschaftsministerium. Und wissen Sie auch, und das ist jetzt das Problem, weil Sie das ja gesagt haben, die Reaktivierung sei so teuer, zu sagen, diese 13 Busse, die dort auf der Linie 36 fahren sollen, übrigens ein gutes polnisches Fabrikat, haben einen Kosten von 9,1 Millionen Euro. Nee, nicht Hauptsache kein Deutsches. Ich will mal sagen, die Deutschen waren nämlich nicht in der Lage zu liefern. Das ist das Problem, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD, wenn ich das an dieser Stelle mal sagen darf. Da sieht man, wo Verbohrtheit und sozusagen Nichterkennen des Fortschritts auch hinführen kann. Aber ich will Ihnen das nur mal sagen. Die kosten aber mehr als doppelt so viel als sozusagen konventionelle Busse. Also auch E-Busse wären deutlich günstiger. Das geht auf dieser Linie nicht, weil das geht da den Hainer Weg hoch. Und deswegen funktioniert das da nicht. Und deswegen haben wir an dieser Stelle auch gesagt, wollen wir das mit Wasserstoffbussen machen? Wir sind technologieoffen an dieser Stelle. Aber es ist völlig klar, wenn die Schiene fährt, sozusagen, dann ist sie deutlich attraktiver als jede Busverbindung. Und wollen Sie nur, Herr ja, Staatsminister? Bin gleich am Schluss. Und natürlich reden wir auch über Geld. Und es ist richtig, die Fördermöglichkeiten, das ist vielleicht manchen noch nicht so klar, die Fördermöglichkeiten sind deutlich besser geworden, weil auch der Bund jetzt erkannt hat, dass da vielleicht in den letzten Jahren Fehler gemacht worden sind. Vor ein paar Jahren mussten wir noch kämpfen dagegen, dass das Bundes-GVFG überhaupt erhalten bleibt. Im Rahmen der Bund-Länder-Finanzverhandlungen, Stichwort Länderfinanzausgleich, hat der damalige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble gesagt, er möchte das an dieser Stelle nicht mehr. Da mussten wir darum kämpfen, damals 330 Millionen Euro bundesweit überhaupt erhalten zu können. Jetzt ist es eine Milliarde, perspektivisch wären es 2 Milliarden, und die Fördersätze sind bis zu 90% jetzt erhöht worden. Das heißt, es ist eine riesige Chance, die wir jetzt haben, an dieser Stelle mit wirklichen Ergebnissen und Fortschritten voranzukommen. Und wir arbeiten gerade daran, mit dem Bund gemeinsam, dass wir das sogenannte standardisierte Bewertungsverfahren ändern, weil bisher in den volkswirtschaftlichen Nutzen weder Klimafreundlichkeit, Emissionsminderung noch die Anbindung ländlicher Räume angemessen berücksichtigt werden kann. Das ist ein Problem. Das müssen wir ändern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber insgesamt sind die Randbedingungen für die Streckenreaktivierungen so gut wie kaum jemals zuvor. Und deswegen kann ich Ihnen an dieser Stelle nur sagen, wir müssen den Schwung nutzen. Informieren Sie sich. Wenn Sie sich genauer informieren wollen, das ist jetzt der Werbeblock, finden Sie auf den Seiten von Hessen Mobil den aktuellen Bericht des AK Reaktivierung. Also auf mobil.hessen.de einfach in der Suche Schienenstrecken eingeben. Dann können Sie sich kundig machen. Und am Ende können wir hoffentlich gemeinsam dafür sorgen, dass die Schienenanbindung in Hessen insgesamt besser wird, als Chance für eine moderne Mobilität und auch als Chance für den ländlichen Raum. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Nur fürs Protokoll 1,52 überzogen, aber das ist ja vollkommen wurscht. Die zweite Runde ist möglich. Und als Erster hat sich Kollege Dr. Naas gemeldet und als Zweites Frau Wissler. Herr Dr. Naas, Moment. Jetzt haben Sie erst das Wort. Entschuldigung, Herr Präsident. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Minister, wenn Sie den Schwung nutzen wollen und hier aus diesem Bericht auch so schön zitieren, dann sollten Sie mehr machen, als an einem Arbeitskreis teilnehmen. Und mit diesem Arbeitskreis ist es auch nicht getan, sondern es ist dann eben die Aufgabe des Landes- und des Verkehrsministers, sich aktiv einzubringen und nicht nur in einen Arbeitskreis, sondern selbst die Initiative zu ergreifen, so wie es der Kollege Eckert nämlich auch schon gesagt hat. Und da muss man eben auch mal selbst eine Machbarkeitsstudie vielleicht nicht nur bezahlen, sondern auch initiieren. Der Kollege Müller hat mich mehrmals zitiert, und deswegen möchte ich noch einmal replizieren, denn
Ich bin mir nicht sicher, ob Sie den eben angesprochenen Bericht vom Minister wirklich gelesen haben. Ich fürchte, nein. Weil ich will jetzt Ihre Festtagsrede zu Ihrem Schauantrag jetzt gar nicht stören, weil das war ja schon so ein bisschen, hörte sich so an, als wäre da jede Kritik sozusagen unerlaubt. Aber ich will doch mal feststellen, dass nicht jede Stilllegung per se heute revidiert werden muss. Da sind Stilllegungen von 1920 dabei, da ist die Herkulesbahn dabei, wo man darüber streitet, ob das eine Eisenbahn ist oder nicht. Und keiner geht hier davon aus, dass die 85 Strecken alle reaktiviert werden. Keiner, übrigens auch die Grünen nicht. So. Und dann ist aber schon die entscheidende Frage, können wir diese Strecken sichern? Denn sie sind Infrastruktur und sie stellen einen Wert dar, weil es sehr, sehr schwierig ist, heute überhaupt noch mal eine Strecke ins Eigentum zu bekommen. Und in der Tat, und da lese ich Ihnen das mal vor, ist es nämlich nicht so, wie Sie sagen, dass alles in den Regionalplänen und im Landesentwicklungsplan gesichert ist. Ganz im Gegenteil. Und Sie wissen ja auch, dass Joschka Fischer als Umweltminister damals auch Streckenstilllegungen geduldet hat. Ich könnte Ihnen jetzt seine mal vorlesen von 1984 bis 1987. Das ist ja so schön hier alles aufgeführt. Waren übrigens auch 266 Kilometer. Es war nämlich der Zug der Zeit im wahrsten Sinne des Wortes. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, und jetzt kommen wir mal zur Streckensicherung. Und wenn ich da diesen wundervollen Bericht einfach mal durchgehe, dann ist ja jede zweite und dritte Strecke eben nicht im Trassenverlauf gesichert. Wollen Sie es hören? Gräfenwiesbach-Weilburg. Der Trassenverlauf ist planerisch zu sichern, also fehlt es noch. Brandoberndorf-Abzhausen, Mittelhessen. Trassenverlauf ist planerisch zu sichern. Trassenverlauf ist planerisch zu sichern. Wölfersheim-Södel-Hungen. Lolla-Mainz-Lohndorf. Trassenverlauf ist zu sichern. So. Und so geht es weiter. Es geht ja so, es gibt noch eine Steigerung sogar. Da heißt es nämlich hier bei Wega, Edersee, Hempfurt, Aufgabe der Trassensicherung für die Neuaufstellung im Regionalplan seitens des RP Kassel in Diskussion. Also umgekehrt. Und da würde ich sagen, da ist das Land in der Tat mal berührt, etwas zu tun. Und wir werden dazu eine Initiative machen. Das kann ich Ihnen an dieser Stelle schon mal ankündigen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Moment, Frau Wissler, erst wird noch gereinigt. Also Sie dürfen schon ein ganz bisschen näher kommen. So, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, ich fand das auch eine gute Debatte und vor allem finde ich es gut, dass wirklich die meisten Fraktionen sich hier einig sind, dass es ein großer Fehler war, dass es derartig viele Streckenstilllegungen gegeben hat in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, dass wir dringend eine Kehrtwende brauchen und dass es notwendig ist, Strecken auszubauen und eben auch stillgelegte Strecken zu reaktivieren. Und das finde ich wirklich einen guten Fortschritt. Ich meine, jetzt 25 Jahre nach der Bahnreform, die wirklich nichts Gutes in diesem Land angerichtet hat, finde ich das erstmal wichtig, dass es hier ein breites Bekenntnis zum Ausbau des ÖPNV und auch des Fernverkehrs gibt, meine Damen und Herren. Ich habe mich noch einmal zu Wort gemeldet, weil ich auf zwei Punkte kurz eingehen möchte. Das eine ist die Frage, die Herr Müller angesprochen hat, die Frage der Verlagerung der Kurzstreckenflüge auf die Bahn. Es gibt ja sehr gute Zahlen dazu auch der Bundesregierung, wo man noch einmal nachschauen kann. Also selbst bei dem heutigen Kapazitäten, wie viel Prozent der Kurzstreckenflüge jetzt schon verlagert werden könnte. Und ich sage mal so, ich finde das gut, dass es eine Debatte gibt, die ja angestoßen wurde, und zwar sowohl von den Grünen, von Annalena Baerbock, von Olaf Scholz, von der SPD. Wir als Linke haben die Debatte auch mit angestoßen, dass wir über die Sinnhaftigkeit von Kurzstreckenflügen reden müssen. Und dass vor Corona es, ich glaube, immer noch 7 Flüge am Tag von Frankfurt nach Stuttgart gab. Ich finde, das ist ein Normalzustand, zu dem wir nicht mehr zurückkehren müssen. Diese Flüge können auf die Bahn verlegt werden. Niemand muss von Frankfurt nach Stuttgart fliegen. Und deswegen finde ich es gut, dass es diese Debatte jetzt gibt, weil angesichts von Klimaschutz das dringend notwendig ist. Und deswegen glaube ich, ist ja die Frage, also deswegen ist ja auch die Frage irgendwie, wie gestaltet man das und dass man eben das Bahnfahren deutlich attraktiver macht, eben auch durch die Preisgestaltung, dass man eben nicht kurzfristig billiger fliegt, als man in die Bahn steigt. Und ich will zu der zweiten Sache, die Herr Müller, wenn er mir seine Aufmerksamkeit schenken würde. Stimmt, wir haben ja keinen Mangel an Müllern in diesem Haus. Also in dem Fall haben wir ja.
Einige sagen, es ist kein Name, sondern eine Sammelbezeichnung. Also, in dem Fall Herr Müller aus der CDU-Fraktion gerichtet, weil Sie sich etwas überrascht gezeigt haben. Und ich gebe Ihnen da durchaus recht. Ich war auch etwas überrascht, als ich tatsächlich gelesen habe, dass die Bahnpreise in der Schweiz billiger sind als in Deutschland. Weil ich meine, jeder von uns, der schon mal in der Schweiz war, weiß, dass dort alles ziemlich teuer ist. Und ich war tatsächlich auch überrascht. Aber es gibt eine Studie des Informationsdienstes für den öffentlichen Verkehr. Und die haben verschiedene europäische Länder miteinander verglichen, was die Preise angeht. Und die haben aber jetzt nicht sich eben einzelne Ticketpreise angeschaut und miteinander verglichen, sondern eben Mobilitätssituation. Nee, das ist ja ein Unterschied. Also die meisten, also nicht einfach nur wie viel Strecke, sondern die haben sich die Mobilitätssituationen angeschaut. Also was geben Pendler aus fürs, was geben Menschen, die jetzt Fernreisen machen innerhalb der Schweiz aus? Und die haben es miteinander verglichen und ich war auch ziemlich überrascht, dass die Schweiz da im unteren Mittelfeld gelandet ist und zwar deutlich unterhalb der Preise, die bei der Deutschen Bahn. Und das sowohl was die Preise angeht, was aber auch die Preisentwicklung angeht. Also dass die Preisentwicklung in den anderen europäischen Ländern, also in den Niederlanden, in Großbritannien, in Frankreich, Italien, Österreich und Deutschland, dort, das waren die Vergleichsländer und dass es in den meisten Ländern deutlich mehr angezogen ist als in der Schweiz, hat mich auch tatsächlich überrascht, dass es so ist. Aber wie gesagt, die Studie können Sie sich ja vielleicht einfach noch mal anschauen. Danach war sowohl bei der Frage irgendwie Pendeln und Nahverkehr war das deutsche Preisniveau drüber, als auch was jetzt Reisen durchs Land angeht. Von daher finde ich, und das ist ja auch ein Kernansatzpunkt, dass wenn wir über die Frage Ausbau von Strecken reden, und wie gesagt, ich finde das wichtig, ich finde, es geht nicht schnell genug, aber ich finde es richtig, dass das hier Thema ist und dass es angegangen wird, aber eben auch wirklich die Attraktivität des Bahnfahrens zu erhöhen. Und da geht es natürlich um die Frage des Preises, da geht es um die Frage der Barrierefreiheit, da geht es um die Frage der Geschwindigkeit und eben auch der Taktung, weil vollkommen klar ist, dass wenn man eine schlechte Taktung hat und man einfach weiß, man muss einmal umsteigen und verliert dann irgendwie wegen einer halben Stunde Umsteigezeit enorm viel Zeit, dann eben der Umstieg vom Auto dann eben doch oftmals nicht gelingt. Und deswegen finde ich das notwendig, eben die Frage auch ins Zentrum zu stellen, wie können wir Bahnfahren in Hessen, in Deutschland attraktiver machen, wie können wir mehr Menschen für den öffentlichen Verkehr eben auch gewinnen, um eben Alternativen zum Auto zu schaffen für die Menschen, die kein Auto haben wollen oder kein Auto haben können, dass die eben auch mobil sind. Und das ist eine Aufgabe für die Zentren und für die Ballungsgebiete, aber natürlich auch für den ländlichen Raum, der ja heute mehrfach angesprochen ist, weil eine Bahnstrecke macht natürlich den ländlichen Raum deutlich attraktiver und verhindert auch, dass immer mehr Menschen aus dem ländlichen Raum wegziehen, in die Städte ziehen, weil sie eben dann ganz anders auch mobil sind. Vielen Dank. Danke schön. Als nächstes hat Herr Gagel das Wort. Und dann ein Müller. Herr Gagel, bitte schön. Ja, danke, Herr Präsident. Ja, Herr Minister, ich will doch noch einmal erwidern, Sie sagten eben, bei mir hätte man den Eindruck, dass ich es gerne hätte, wenn Corona möglichst lang dauern würde. Also dem muss ich ganz entschieden entgegentreten. Aber wir müssen auch eins feststellen. Als Corona letztes Jahr ausgebrochen hat, hat man uns zunächst erzählt, naja, da haben wir 2 oder 4 Wochen mit zu tun. Dann waren wir irgendwo im Bereich von Monaten. Und jetzt sind wir schon länger als ein Jahr dran, mit diesem Thema uns herumzuschlagen. Corona ist ein Gamechanger, nicht nur im Bereich der Haushalte, sondern in allen Lebensbereichen. Und das ist letztendlich anzuhängen. Und kein Mensch weiß von uns, die aber alle hier sitzen, wie das in 2 oder 3 Jahren aussieht, was Corona an unseren Lebensgewohnheiten wirklich verändern wird. Denn wir haben keine Ahnung, wie wir beispielsweise mit anderen Infektionskrankheiten, die es sonst noch gibt, umgehen werden. Und wir haben auch keine Ahnung, wie sich die Menschen verhalten werden, dort, wo man eng aufeinander sitzt, wie zum Beispiel im ÖPNV. Ich glaube nämlich zum Beispiel, wir sitzen ja derzeit immer noch alle auseinander, es sind nicht alle Abgeordneten immer gleichzeitig im Plenum. Ich habe das Gefühl, wenn wir hier in den nächsten Winter hineingehen und wenn dann hier verschiedene Politiker, da gibt es ja einen Spezialisten in der SPD, der immer gleich Panik macht, der fängt mit L an, dann was von der 4. Welle erzählt zum kommenden Oktober hin, dann geht die ganze Show wieder neu los und wenn dann die Bundesnotbremse ab Inzidenz von 100 wieder greift, dann sind wir wieder im Lockdown. Also dieses Thema zu unterschätzen ist auf jeden Fall sträflich.
Insofern will ich da auf jeden Fall noch darauf hinweisen, weil das hier mit keinem Wort von keiner anderen Fraktion benannt wurde. Dann will ich dem Eindruck entgegentreten, die AfD sei grundsätzlich gegen die Reaktivierung. Was ich gesagt habe, ist grundsätzlich so, dass jeder Einzelfall auf Wirtschaftlichkeit geprüft werden muss. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis oder Nutzen-Kosten-Verhältnis oder NKU-Untersuchung, wie man es auch nennt, ist ein ganz zentraler Punkt. Und letztendlich können wir nicht in irgendetwas investieren, Geld ausgeben, von dem wir wissen, wir schmeißen damit Millionen und Milliarden Geld raus, gerade in Zeiten, wo wir Corona in den Haushalten haben und wo wir ein Sondervermögen von 12 Milliarden Euro uns genehmigt haben und diese Schulden, ja, ab 2024 ist es, glaube ich, auch wieder großzügig in dreistelligen Millionenbetragen zurückgezahlt werden müssen. Dann haben Sie was zur Citybahn gesagt. Ja, Herr Al-Wazir, die AfD hat tatsächlich gegen die Citybahn gestimmt. Und das war auch eine gute Entscheidung, Herr Al-Wazir. Denn dieses Projekt wäre der größte Schwachsinn für Wiesbaden, für die Stadt Wiesbaden gewesen. Und glücklicherweise, bin ich sehr froh, waren die Wiesbadener Bürger auf unserer Seite. Die FDP war, glaube ich, auch dagegen. Die haben auch Plakate dagegen geklebt. Aber man muss natürlich sagen, wenn wir über die Ahrtalbahn reden, die Ahrtalbahn mit der Infrastruktur, die ja noch vorhanden ist, und auch der Pflege durch die Nassauische Touristikbahn ist natürlich eine wertvolle Infrastruktur, um das gesamte Ahrtal, Taunusstein, Bad Schwalbach an die Stadt anzubinden oder auch an das S-Bahn-Netz insgesamt. Insofern sind wir ja da gar nicht dagegen. Nur lassen wir es uns doch prüfen, ob es wirklich wirtschaftlich ist, es zu tun. Wir können doch, wie gesagt, und da wiederhole ich mich jetzt, in Zeiten, wo wir eigentlich kein Geld haben, sagen, ah ja, da geben wir Milliarden aus und sagen, wir bauen alles aus und hinterher braucht es keiner. Und bei einer Sache will ich Sie vielleicht auch noch einmal, das finde ich etwas, fand ich etwas überraschend, dass Sie da mit den 13 Wasserstoffbussen auf der Linie 36 in Frankfurt gesagt haben, das polnische Fabrikat, also MAN und Mercedes stellen auch Wasserstoffbusse her. Insofern wundert es mich sehr, dass die nicht angeboten haben oder dass sie nicht da zum Zuge kamen. Vielen Dank. Dankeschön. Als nächstes ein Müller aus der CDU. Und dann hören wir mit dem Spaß wieder auf. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Kollegin Wissler, vielleicht habe ich mir es abgeguckt von Ihnen. Herr Präsident, Herr Präsident, über die Müllers unterhalten wir uns noch einmal. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Naas, Sie sprechen von Sicherungsmaßnahmen der Strecken. Wenn Sie jetzt dieses Gutachten nehmen, schauen in den Landesentwicklungsplan, was noch viel interessanter ist, und schauen in die kommunalen Verfahren bei den einzelnen Strecken, dann stellen Sie plötzlich fest, dass es Anträge im Hessischen Ministerium gibt zur Streckensicherung respektive zur Betrachtung der Nichtentwidmung, denn ein Teil von den Strecken ist noch nicht entwidmet, damit im Übrigen auch nicht zu sichern, weil nach dem Eisenbahngesetz oder so ähnlich heißt es, wenn ich es recht im Kopf habe, sind Strecken, die nicht entwidmet sind, sind dem Verkehr zur Verfügung zu stellen, wenn sie dann wieder in die Verkehrsfähigkeit versetzt werden, dann müssen Sie das auch ehrlicherweise so zugestehen. Sie können dem Ministerium und der Landesregierung nicht vorwerfen, an dieser Stelle Maßnahmen nicht zu ergreifen, wenn Sie nicht sagen, dass an dieser Stelle diese Maßnahme gar nicht erforderlich ist. Nächster Punkt. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Wissler, das ist so typisch links. Also, Sie stellen sich hierher und sagen, die Bahnpreise in der Schweiz sind günstiger als in Deutschland. Und auf die Bahnpreise, das ist im allgemeinen Verständnis von normal denkenden Hessinnen und Hessen so, dass das ist, was ich bezahlen muss für ein Ticket. Das ist das, was ein normal denkender Hesse und eine normal denkende Hessin unter einem Bahnpreis versteht, nämlich den Preis fürs Ticket. Und als man ihnen dann sagt, das ist aber nicht so, weil die Ticketpreise in der Schweiz teurer sind als in Deutschland, und das ist eben so, wenn man öfter in der Schweiz Bahn fährt, stellt man das nämlich fest,
Das Einzige, was in der Bahn günstiger ist in der Schweiz, ist das sogenannte Halbtages- und Tagesticket. Das ist aber eine andere Nummer. Dann sagen Sie plötzlich, ja, das rechnet sich ja ganz anders. Und dann kommen Sie auf eine Gesamtverkehrsbetrachtung des ÖPNV, einer Studie, und dann wird es so gesagt, es ist und bleibt falsch. Das Bahnticket in Hessen jedenfalls ist günstiger als das Bahnticket in der Schweiz. Und jetzt kommt etwas dazu, an der Stelle haben wir überhaupt noch nicht drüber gesprochen. Ich sage es an dieser Stelle mal, bitte denken Sie an die Landesticket-Varianten, die wir eingeführt haben. Wenn Sie die Landesticket-Varianten bitte auch einmal berücksichtigen, können Sie feststellen, dass diese Landesregierung nicht nur der Meinung ist, dass man sich über Bahnstrecken in der Reaktivierung unterhalten muss, sondern über die Förderung des Bahnverkehrs insgesamt und des öffentlichen Personennahverkehrs. Und da, finde ich, sind wir auf einem ausgezeichneten guten Weg. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Mir liegen jetzt keine Wortmeldungen mehr vor aus den Fraktionen. Ich gucke noch einmal den Staatsminister an. Er möchte auch nicht mehr reden. Damit ist der Tagesordnungspunkt 57 abgeschlossen. Und wie wir das uns vorgenommen haben, überweisen wir diesen Antrag in den WVA. Gibt es da irgendwelche Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Tagesordnungspunkt besprochen.